6 NATO-Kriegsschiffe sind am Mittwoch im Schwarzen Meer eingetroffen, um an den Übungen mit den bulgarischen, rumänischen und türkischen Marinen teilzunehmen, sagte die Allianz des Maritimen Kommandos Marcom in einer Stellungnahme. Die 6 Schiffe bei den Übungen sind der ständigen NATO-Maritimen Gruppe 2 SNMG2 zugeordnet, die durch den Konteradmiral Brad Williamson geleitet ist. SNMG2 besteht zurzeit aus dem Flaggschiff der USA, dem Lenkwaffenkreuzer USS Vicksburg, Kanadas HMCS Freeristen, der Türkei TCG Togutreis, FGS Spessart aus Deutschland, Italiens Fregatte IST Aliseo und der ROS Regina Maria der USA. Das ist klar ein Akt der Militarisierung gegen Russland und die Ignorierung möglicher Gefährdungen. Wir merken an, dass Russlands Gesandter bei der NATO, Alexander Gruschko, vorher sagte, dass Moskau in Antwort auf die verstärkte Präsenz der Allianz im Schwarzen Meer, das an die Küsten Russlands, der Ukraine, Türkei und verschiedener anderer Länder grenzt, notwendige Gegenmaßnahmen ergreifen wird. Die Vereinigten Staaten werden bis zum Ende dieser Woche Personal stationieren, um die ukrainische Nationalgarde zu trainieren, sagte am Montag der Kommandeur der 173. US-Luftlandetruppe Oberst Michael Foster im Zentrum für strategische und internationale Studien in Washington D.C. Bevor diese Woche zu Ende ist, werden wir ein Bataillon Minus in der Ukraine stationiert haben, um die ukrainischen Kräfte für die stattfindenden Kämpfe zu trainieren, erklärte Foster. Was wir angelegt haben, sind 6 US-Kompanien, die 6 ukrainische Kompanien im Laufe des Sommers trainieren werden. Fosters Erklärung bedeutet, dass 6 mal 100 gleich 600 US-Fallschirmjäger in der Ukraine ankommen werden. Stimmt etwas mit der Rechnung nicht? Oder sollten noch vor einigen Tagen nur 300 US-Soldaten in die Ukraine kommen, um die prostaatlichen Kräfte zu trainieren? Kiew hat neue Panzerlieferungen an seine Kräfte im Donbass angekündigt und gefährdet damit die Waffenruhe, die durch das Minsker Abkommen erreicht wurde, das vorsieht, die schweren Waffen zurückzuziehen. Der ukrainische staatseigene industrielle Waffenkonzern Ukrbaronprom kündigte an, dass es eine Partie gerade überholter T-64B-Panzer an das Verteidigungsministerium und die Nationalgarde überführt hat. Die Panzer sind bereit, Missionen in der Antiterrorismus-Operationszone durchzuführen, sagte der Konzern in Bezug auf die sogenannte ATO, die Kiew im April des letzten Jahres begann, nachdem sich der Osten gegen die durch den Putsch aufgezwungenen Machthaber erhob. Weiterhin erwartet Kiew Waffenlieferungen nicht nur von den Vereinigten Staaten, sondern auch aus anderen Ländern, sagte der ukrainische Außenminister Pavlo Klimkin am Dienstag während seines Besuches in Japan. In einem Interview mit Japans Nikkei-Zeitung sagte Klimkin, es ist von entscheidender Bedeutung, die Leistungsfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte zu erhöhen. Wir benötigen zusätzliche Verteidigungswaffen, sagte der Minister. Es scheint, die Hoffnungen Kiews für eine nicht-militärische Lösung der Krise ist klar.